Als Kind war ich in einer Ausstellung von Luc Deleu. Es hieß die De Onangepaste Stadt. Also das war, damals war ich ja noch in Berlin. Und das ist halt ein Modell von einer Stadt und die Möglichkeiten, wie sie sich weiterentwickeln kann, wie sie sich unendlich weiterentwickeln konnte. Diese Modelle haben mich so wahnsinnig beeindruckt. Wann habe ich mir gedacht, das will ich auch machen. Wie war es bei mir? Ich habe ehrlich gesagt nach dem Abi noch gar nicht so richtig gewusst, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe früher so am Computer Umgebungen gebaut irgendwie. Es gab ja damals Spiele und so weiter. Ach so. Aber dieses Spielen hat mich nie so interessiert, sondern dieses Bauen eigentlich. Und das fand ich halt irgendwie spannend. Und da ich nicht wusste, ach komm, was, dachte ich, probiere ich es mal mit der Architektur so. Was mich motiviert, ist immer so ein bisschen die Vorstellung, ein kleines Stückchen so dieser großen Welt irgendwie mitgestalten zu können für andere auch. Dass man sozusagen einen Beitrag leisten kann und auch ein Stück weit abbildet, wie Gesellschaft vielleicht heutzutage funktioniert, was vielleicht ein zeitgemäßes Wohnen sein kann irgendwie, wie eine zeitgemäße Familie, wenn es das so als konventionelles Familienmodell dann noch gibt, funktionieren könnte oder was es für Alternativen gäbe und dafür die Räume bereitzustellen. Das finde ich spannend. Und natürlich dann auch Emotionen in der Person auszulösen, die diese Räume irgendwie gebraucht. Mich würde freuen, wenn jemand sagen würde, das hat eine wirkliche Vielfalt. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich baue ein Haus für jemanden und er lebt da 20 Jahre drin und entdeckt immer wieder was Neues. Zum Beispiel, wenn er im Dezember ist er immer weg, aber dann ist er eines Tages da und er entdeckt, dass das Licht so und so einfällt und hier habe ich mir was gedacht und halt ein Reichtum, eine Vielfalt. Und das ist nicht unbedingt direkt verstanden, sondern man kann es wirklich begehen, man kann es neu interpretieren, halt wie gute Kunstwerke letztendlich.